Hey, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Aria. Und zusammen sind wir Legion Dariaflips. Kommt zur neuen Folge von Filmgeek. Warum stehe ich hier gerade alleine? Was passiert hier gerade? Ich bin ein Geist. Aria ist gerade ziemlich krank. Ich bin ein Geist. Aria ist gerade ein ziemlicher Geist. Deswegen kann er gerade nicht vor die Kamera treten. Aber er wollte mit mir wenigstens das Intro machen. Das ist voll nett von dir. Jetzt geh ins Bett. Yeah. Okay. Yeah. Bis dann. Ich geh mein Geist damit. Okay, Aria hat sich jetzt hingelegt. Das heißt, wir machen die Folge heute allein. Aber ich glaube, wir haben was ziemlich Cooles vorbereitet. Und zwar nämlich ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Vor einiger Zeit hatten wir nämlich mal in einer Folge über iCarly gesprochen und in einem Nebensatz erwähnt, dass es seit diesem Jahr eine Neuauflage zu iCarly gibt. Quasi neue Folgen der Serie. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass wir mal bei Filmgeek darüber sprechen. Tja, und auch wenn die Serie in Deutschland voraussichtlich erst im Jahre 2022 erscheinen wird, hatte ich das große Glück, bereits die ersten drei Folgen der Serie anzuschauen, weshalb ich einfach mal mit euch ein bisschen darüber sprechen will. Sachen, die ich gut finde, Sachen, die ich schlecht finde, meine generelle Meinung dazu. Also würde ich sagen, los geht's. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass einige von euch noch nie etwas von der Show iCarly gehört haben, will ich euch mal eben ganz kurz erklären, was es eigentlich mit dieser alten Show auf sich hat. Die Kinderserie von Nickelodeon, die im Original von 2007 bis 2012 auf Sendung war, handelte von der Achtklässlerin Carly, die in einer Wohnung in Seattle mit ihrem 26-jährigen Bruder Spencer lebte, der sein Jurastudium abgebrochen hatte und zum Künstler wurde. Nach einem Aufenthalt beim Nachsitzen, bei dem Carly gezwungen war, bei Talentshows vorzusprechen, startete sie zusammen mit ihrer düsteren, aber liebenswerten besten Freundin Sam Puckett und ihrem verrückten, nerdigen Nachbarn Freddy Benson eine wöchentliche Webshow namens iCarly. Mit Freddy hinter der Kamera moderierten Carly und Sam die Show und stellten dabei alles Mögliche an, sei es noch so absurd. Die Webshow wird sehr schnell zu einem Internetphänomen, wodurch das Trio die schrägsten Situationen erlebt. Man könnte also fast schon sagen, dass Carly in ihrer Jugend eine der ersten, wenn nicht sogar die erste bekannte Influencerin war und ihre Webshow hat definitiv auch sehr viele Influencer in der richtigen Welt beeinflusst. Zum Beispiel auch diesen netten Herrn hier. Also, iCarly hat mich auf jeden Fall auch dazu inspiriert, YouTube zu machen. Die Serie war damals so erfolgreich, dass sie die zweitmeistgesehene Serie auf Nickelodeon überhaupt ist und sogar fünfmal für einen Emmy in der Kategorie herausragendes Kinderprogramm nominiert wurde. Kein Wunder also, dass die Ankündigung des Revivals bereits letztes Jahr bei den Fans für Vorfreude sorgte. Okay, schauen wir uns also mal iCarly 2021 etwas genauer an. Carly ist in der Neuauflage zwar schon in ihren späten 20ern, weniger chaotisch und aufregend ist ihr Leben in der Zwischenzeit aber scheinbar nicht geworden. Denn jetzt muss sie mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens fertig werden. Ah, shit, dieses verdammte Erwachsenwerden. Shit. Die wahrscheinlich wichtigste Frage, die erstmal geklärt werden muss, welche der Serienfiguren aus der alten Serie sind jetzt wieder dabei? Natürlich einmal Miranda Cosgrove in ihrer Rolle der Carly Shay, Jerry Trainer kehrt in seiner Rolle von Carlys älterem, tollpatschigen und künstlerischen Bruder Spencer Shay zurück und Nathan Kress ist wieder als der einzigartige Freddy Benson wieder am Start. Der Charakter Gibby, ich meine natürlich Gibby. Gespielt von Noah Monk, war meiner Meinung nach einer der witzigsten Charaktere der Serie, obwohl er immer wieder auf die Schippe genommen und verspottet wurde. Als Monk bereits 2014 gefragt wurde, ob er in die Rolle zurückkehren möchte, wusste er nicht mal was von dem Revival und schien auch eher abgeneigt zu sein. Auf jeden Fall ist er in dem neuen Revival dementsprechend nicht dabei, was ich persönlich sehr schade finde. Sam, die von Jeanette McCurdy gespielt wurde, war die beste Freundin und Co-Moderatorin von iCarly. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gerieten sie und ihre Freunde häufig in Schwierigkeiten. Und im Laufe der Jahre hat sich Jeanette McCurdy immer wieder über ihre Erfahrungen in der Serie geäußert und über alles, was sie als jugendliche Schauspielerin durchgemacht hat. McCurdy hat ihre Schauspielkarriere dann irgendwann tatsächlich beendet, weshalb sie auch nicht in der Serie vorkommt. Extrem schade, weil sie war extrem cool in der Show, aber respektiere ich natürlich. Was ich interessant finde, ist, dass das Fehlen von Sam in der Serie sogar gerechtfertigt wird, indem gesagt wird, dass Sam scheinbar ihren Traum nachgeht und in einer Biker-Gang unterwegs ist. I need Sam, but she's off following her bliss with that biker gang. Hope she's okay. It's Sam. I hope they're okay. In dem iCarly Revival erholt sich die mittlerweile 26-jährige Carly, die nun eine erfolgreiche College-Absolventin ist, von einer Trennung und versucht, ihre Leidenschaft für ihre Webshow wieder neu zu entfachen. Ihr Bruder Spencer ist mittlerweile ein erfolgreicher Künstler geworden. Zudem lebt Carly jetzt mit ihrer neuen besten Freundin Harper zusammen, die davon träumt, Stylistin zu werden, jedoch mit einem Barista-Job festsitzt. Was mich auch ziemlich schockiert hat, ist, dass Freddy mittlerweile zweimal geschieden ist und gezwungen wurde, nachdem sein Tech-Startup gescheitert ist, wieder bei seiner Mutter einzuziehen. Und er hat sogar eine Stieftochter namens Millicent, gespielt von Jaden Triplett, und trägt einen Bart.
Ja gut, das mit dem Bart ist vielleicht das, was am wenigsten krass ist, aber trotzdem. Das neue iCarly ändert nicht wirklich viel an seiner erfolgreichen Nickelodeon-Formel, wobei der Humor der Serie tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig ist, weil die Show einerseits versucht, den Humor aus der alten Serie anzuwenden und andererseits gibt es dann Jokes, die ein bisschen mehr für Erwachsene sind. For you, parties are a never-ending buffet of people who want to sleep with you. That only happened twice. So ein Joke bei iCarly ist schon irgendwie komisch. An sich sind die Serienfiguren immer noch genauso verrückt wie früher und es gibt auch immer mal wieder was zu lachen. Say hello to Senor Pepperspray. Ah! Auch die neuen Charaktere Harper und Millicent sind meiner Meinung nach ganz gute Ergänzungen der Besetzung, da sie ungefähr das gleiche Maß an schrägen Humor mitbringen. Dennoch muss ich sagen, landen die Jokes von Freddys Tochter Millicent nicht immer so, wie sie sollten, aber das hat eher was mit dem Writing zu tun und weniger mit der Darstellerin. Für ihr Alter spielt die sogar echt ziemlich gut und es gibt auch echt ein paar witzige Momente mit ihr. We need to take this guy down. I know Capoeira. Dagegen ist Carlys neue Freundin Harper für mich persönlich sogar nicht mal so interessant wie Millicent. Nicht etwa, weil der Charakter jetzt schlecht ist, sondern eigentlich eher, weil man von ihr in den ersten drei Folgen zumindest nicht wirklich viel mitbekommt. Nathan Kress, der Freddy spielt, ist überraschenderweise mit Abstand der beste Schauspieler in dieser Serie und auch wenn ich immer noch nicht so ganz auf den Bart klarkomme, muss ich wirklich sagen, dass er echt gut spielt. Also voll schade, dass man ihn nicht in mehr Stuff zu sehen bekommt, abgesehen von dieser einen Gastrolle bei VGHS Staffel 3, wisst ihr noch? Nein, nur ich. Verstehe. Spencer bleibt eigentlich genauso verrückt wie früher, nur dass er jetzt plötzlich reich ist, was meiner Meinung nach sogar echt cool ist, denn man hatte früher irgendwie immer das Gefühl, dass seine Kunst zu wenig gewertschätzt wurde und dass er eigentlich sogar über eine gewisse Intelligenz verfügt, die meistens übersehen wurde. Zudem ist er auf jeden Fall der witzigste und am besten dargestellte Charakter. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass Jerry Trainor bereits in den alten Folgen die Figur perfekt gemeistert hat und er musste eigentlich ja jetzt nur die gleiche Rolle wie damals spielen. No! Oh, I done it again! Was mich auch ziemlich überrascht hat, ist, dass Carly viel mehr Sprechtext hat als in der alten Serie. Denn dafür, dass Carly die Hauptfigur der Serie ist, hat sie früher vergleichsweise echt wenig geredet. In den neuen Folgen hingegen spricht sie auf einmal verdammt viel. Also ich glaube, ich habe Carly noch nie so lange am Stück sprechen hören. All the connections you can have with a person, we have, plus more. Was ich an der Serie auf jeden Fall echt gut finde, ist, dass sie versucht, mit der Zeit mitzugehen. Also Insta-Lives, Memes, YouTube-Channels, Cancel-Culture und so weiter. Es ist wirklich alles mit dabei. Dennoch würde ich sagen, dass der Content, den Carly da macht, meiner Meinung nach in der heutigen Zeit nicht so gut online funktionieren würde, wie es in der Serie dargestellt wird. Ist natürlich auch nur meine Meinung, kann sein, dass das sogar voll gut klappen würde, aber die Formate, die sie da macht, sind jetzt nicht ganz so 2021 tauglich, würde ich sagen. Ich glaube, für Fans, die mit iCarly aufgewachsen sind, holt das Revival einige echt gute Erinnerungen zurück. Ab und zu gab es auch ein paar Gags, die meiner Meinung nach echt witzig waren, auch wenn sie teilweise gleichzeitig ziemlich absurd sind. So, the thing I was gonna tell you. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft hatte. Die Storylines waren bisher jetzt nicht so spannend, wobei sie zugegebenermaßen in der alten Serie jetzt auch nicht so ausgeklügelt waren. Aber für eine moderne Comedy-Serie war mir das Writing ehrlich gesagt nicht stark genug. Sowohl was die Jokes angeht, aber eben auch was den Tiefgang der Figuren und die Story betrifft. Das waren natürlich jetzt auch nur die ersten drei Folgen, also vielleicht wird das ja noch was. Und die Serie wurde bereits auch schon für eine zweite Staffel erweitert. Die Dreharbeiten sollen schon im Herbst beginnen. Heißt also, es gibt auf jeden Fall auch sehr viele Leute, die die Serie echt gut finden, was mich extrem freut. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was da noch weiter rauskommt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Falls ihr unser letztes Video noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Aria ist hoffentlich ab nächste Woche wieder gesund. Das heißt, dass wir dann auch wieder zu zweit zu sehen sind. Und ansonsten würde ich sagen, haut ihr Reason. Peace.